So, meine Lieben, nachdem du nun den Lückentext fertig ausgefüllt hast, möchte ich diesen mit dir auch einmal übersetzen, so wie wir das in der Schule auch schon oft gemacht haben. Lies also bitte immer mit und versuche dann auf Deutsch zu übersetzen. In summer, Lily and Ben travel to Scotland. Im Sommer reisen Lily und Ben nach Schottland. They want to see the beautiful castles and the lakes. Sie wollen die schönen Schlösser und die Seen sehen. There are lots of lakes in Scotland. Es gibt in Schottland sehr viele Seen. The Scottish word for lake is loch. Das skottische Wort für See ist loch. First, Lily and Ben travel to Edinburgh. Zuerst reisen Lily und Ben nach Edinburgh. They like Edinburgh Castle a lot. Sie mögen das Schloss von Edinburgh sehr. Then they travel to Loch Ness. Dann reisen sie zu Loch Ness. They want to see the monster called Nessie. Sie wollen das Monster namens Nessie sehen. Lily thinks Nessie is a snake. Lily denkt, Nessie ist eine Schlange. Ben thinks the monster is a big fish. Ben denkt, das Monster ist ein großer Fisch. They see something black in the lake. Sie sehen etwas Schwarzes im See. Lily takes a photo. Lily macht ein Foto. Is it Nessie? Ist es Nessie? No, it's a log. Nein, es ist ein Stück Holz. Wie du also nun erfahren hast, gibt es in Schottland einen See, der nennt sich Loch Ness. Und da gibt es eine Legende, die besagt, dass in diesem See ein Monster namens Nessie wohnt. Hier siehst du Lily und Ben am See, wie sie nach dem Monster suchen. When you are done, look at number 8. It says, find the words, then write them below the pictures. Was musst du also hier tun? Genau, du musst diese Wörter hier finden. Die können wieder von oben nach unten stehen oder von links nach rechts und dann einkreisen. Wir sprechen einmal die Wörter durch, damit du weißt, wonach du suchen musst. Wenn du die Wörter gefunden hast, musst du sie auch noch richtig unter das passende Bild schreiben. Head, duck, castle, forest, tortoise, scissors, budgie, watch, desk, chair. Have fun and bye-bye.